gut gespielt, Kämmerer. Aber der hatte noch einen optionalen Dialog. König Bran haben wir bekommen. Ist das eine Anführerkarte? Über eine neue Anführerfähigkeit würde ich mich echt freuen. Das macht mich neugierig. Woher kommt denn das Geld für die Ritter? Aus der herzoglichen Schatzkammer natürlich. Unsere allergnädigste Herzogin Anna Henrietta schätzt Tapferkeit und aufopfernden Patriotismus über alle Maßen. Ihr Dauerbefehl lautet, jedem Ritter ein Gehalt zu zahlen. Entschuldigung. Einen finanziellen Ausgleich für die Verteidigung der inneren Sicherheit und Ordnung des Herzogtums. Na dann. Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Na dann, bis denn. Moment mal. Ist jeder ein Ritter in dem Land hier, der irgendwie auf eigene Faust Vigilante-mäßig irgendwie quasi Superheld spielt? Batman wäre hier in der Welt ein Ritter und so. Na dann. Pierre? Sacre bleu, was für ein Fetzen. Du kommst ganz offensichtlich aus dem Norden. Wie bitte? Keine Ausrede. Aber wirklich, wie bitte? Was du brauchst, ist eine neue Garderobe. Mein Salon steht dir offen. Meine Garderobe ist zufällig der feinste ufirische Zwirn und hat nichts mit den nördlichen Königreichen zu tun, mein junger Mann, Schneiders Kerl. Genug der Sticheleien. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ich schau mir trotzdem mal was an. Mit größtem Vergnügen, Herr. Lächerlich. Ich meine, das ist alles nur kosmetisch hier, ne? Ach, der hat sogar die Karnevalsmasken. Die habe ich aber alle selber noch. Ich könnte hier mal ein bisschen... Hey, mich wundert es echt, wie lange wir jetzt schon Witcher spielen, ohne auch nur einen einzigen Gegner bekämpft zu haben. Finde ich cool. Aber crazy auch irgendwie. Aber gut, wir müssen ja Karten spielen. Das hilft ja nichts. In Stimmung für eine Partie Gwind? So, genau. Habe ich jetzt eine neue Anführerkarte? Ja. Was macht denn der? Einheiten verlieren bei schlechtem Wetter nur die Hälfte ihrer Stärke. Naja, besser als das andere, finde ich. Insofern. Aber ich bin von beiden nicht gerade begeistert. Aber gut, zumindest... Ah, jetzt könnte ich die Sonne eigentlich aus meinem Deck werfen. Das muss ich beim nächsten Mal machen. Die Sonnenkarte brauche ich jetzt im Grunde nicht mehr, weil jetzt Wetter für mich nicht mehr so gefährlich ist. Das ist schon cool. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich jetzt die ganze Zeit, seit wir jetzt hier wieder Gwent spielen mit dem neuen Deck, schon mehrmals, eigentlich fast immer, eine oder beide Einheiten Vernichtenkarten auf der Hand hatten, aber noch nie entweder Kuh oder den Hahn. Was ist denn da schon wieder los? Da stimmt doch was nicht. Schönen Bogenschützen, den ihr da habt. Wäre doch eine Schande, wenn dem was passieren würde. Ups. Ah, schade. Ich hätte so gehofft, dass jetzt noch so einen Bogenschützen spielt und ich hätte ihn gleich nochmal wieder kaputt gemacht. So. Glaube ich fast. Ich glaube fast, ich passe jetzt. Ja. Das mache ich jetzt auch. Hallo, Lolli Hunter. Hallöchen. Spielt noch schnell einen Spion. Und gleich noch einen Spion. Aber jetzt habe ich wieder Punktevorsprung. Jetzt muss er doch wieder eine Karte ausspielen. Aber er spielt gleich noch einen Spion. Oh mein Gott. Der hat jetzt dann ungefähr 800 Karten. Gar nicht schlecht. Hey, das ist richtig gut, was der da macht. Hätte ich der KI gar nicht zugetraut. Aber jetzt, na gut. Naja, das lief ja eigentlich ganz gut für uns, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir gleiche Karten auf der Hand, obwohl er gerade ungefähr 1 Milliarde Spione gespielt hat. Der hat im Grunde nur ausgeglichen, was ich ihm eingebrockt habe. Mehr nicht. Das finde ich lustig.
Ja, dann spielen wir halt ohne Karten. Ist mir doch wurscht. Ah, warum habe ich denn die beiden auf der Hand? Ich glaube, ich habe sie verwechselt mit der Karte. Von der hätte ich gerne zweite auf der Hand. Ach, bin ich doof. Naja, dann raus damit. Weg damit. Die stören nur. Ach, ich spiele die auch aus der Hand. Ah, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, ehrlich gesagt. Aber gut. Ah, er passt, der Gegner. Oh, wow, wow. Das wird eine harte letzte Runde. Ich habe nicht mehr die mächtigsten Karten auf der Hand. Ganz im Gegenteil. Und er hat eine Karte mehr als ich. Ach, das ist ja witzig. Oh, das ist nicht nur witzig, das war verdammt viel Glück und ziemlich cool. Ich habe jetzt einen Spion zu ihm rübergelegt, weil, ne, meine Fraktion erweckt doch zwei Einheiten wieder zum Leben. Hat eine nutzlos erweckt und leider ausgerechnet den stärksten Spion, aber trotzdem, dadurch habe ich zwei Karten bekommen. Und das sind genau die zwei, die ich brauche, damit die zwei bisher nutzlosen Karten auf meiner Hand sehr nützlich werden und sehr gut. Und somit haben wir jetzt plötzlich doch eine echt gute Hand noch bekommen. Na dann, bin ich mal gespannt, ob der dem noch was entgegenzusetzen hat. Großartig. Hauen wir mal unsere Punkte raus. Vollen Crusader, dankeschön. Gute Nacht, mach's gut. Ich könnte jetzt auch hier, ja, stimmt ja, genau, erwecken wir noch einen Spion zum Leben. Jo, das hat sich gelohnt, nicht schlecht. Hat der jetzt den Spion wieder auf die Hand genommen, ne, und schickt ihn jetzt zurück zu mir. Ach, das ist schon lustig. Spiele mit ganz viel Spionage, es sind einfach, ist das Beste. Das ist jetzt total blöd, dass ich das mache. Ich sollte es lassen, aber ich kann nicht anders. Auch wenn ich dem jetzt echt sehr viel Power dadurch schenke. Aber mir halt auch. Oh ja, ich glaube, es war gut für uns. In dem Fall. Weil jetzt sind unsere dreifachen Berserker-Trionale. Nein! Dammit. Das war ziemlich krass, aber wir sind immer noch in Führung punktetechnisch. Hätte ich gar nicht gedacht. Und ich glaube, wir gewinnen trotzdem ziemlich sicher sogar. Aber das war, der hat unser dynamisches Trio besiegt. Der hat sich die Zerstörenkarte echt gut aufgehoben. Na gut, aber das war's dann. Ah, ich hätte gehofft, wir kommen über 100. Das ist immer so ein optionales Missionsziel, das ich mir bei Gwent selber setze. In der letzten Runde über 100 kommen. Ist aber schwer mit den Karten. Na gut, es fehlt nur noch eine Karte, dann haben wir alle. Junger Berserker. Junger Berserker hatten wir schon, oder? Dann kann es fast nur der Moisek sein, der jetzt noch fehlt. Oder ich kriege in der Quest nicht unbedingt alle Karten. Ja, ich meine, mein Deck funktioniert jetzt eigentlich ganz gut, ne? Da fange ich jetzt nicht mit jungen Berserkers an. Was für ein Typ. Ich mach mir deine Augen. Vielleicht schmeiße ich dann wirklich mal die Sonnenkarte, die Sonnenscheinkarte noch raus. Ups, das wollte ich nicht. Keine Panik, bitte. Ich wollte Plätze rufen und habe mich verdrückt. Plätze, jetzt komm doch mal. So. Ein Hexer. Ein köstlicher Hexer. Entschuldigung. Oh, so ein Pech. Entschuldigung. Hey, hust hier mein Pferd nicht so an, bitte. Aber es gäbe noch... Ich bin echt gespannt, weil ich brauche nur noch ein... Was machst du? Plötze fliegt. Flugpferd. Ein Air Horse. Witcher Rider. Achso, es gibt nur noch eine Karte. Ich bin... Hilfe.
aber noch so viele potenzielle Gwent-Gegner auf der Karte. Na komm, da quetschen wir uns langsam, durch. Langsam. Verdammt. Das war ein Kotzbrock. Wollen wir uns nicht ausziehen und ein paar Frauen treiben? Tritt ein in meinen Salon, guter Herr. Was führt dich nach Toussaint? Sprich. Nennen wir es Geschäfte. Ah, also eine Geschäftsreise. Nichts als Arbeit, Druck, fremde Betten. Da muss man sich auch mal eine Entspannung gönnen. Vielleicht können dir meine Mädchen dabei helfen. Ich will eigentlich nur Karten spielen. Ich suche etwas Neues, etwas Spezielles. Aber das muss unter uns bleiben. Du weißt doch, ich sollte nicht. Ach, wen Scherz. Was kann ich tun? Gwent, spielst du? Na dann, hauen wir dir die gute Wetterkarte raus. Die brauchen wir überhaupt nicht. Und schon ist unser Deck ein bisschen aufgeräumter. Aha, jetzt haben wir zum ersten Mal Q auf der Hand. Ich würde Q echt gern in Aktion sehen. Aber dafür, aha, bräuchten wir den Piraten oder die Zerstörungskarte. Cool, 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 cool. Wesimir, gehen wir auf die Ersatzbank kurz. Und keine Ahnung. Alle anderen Karten sind alle in Ordnung, aber keine so richtig. Ach komm, Ritterspann, geh du auch noch raus. Ah ja, gut, haben wir Olaf dafür bekommen. Guter Tausch, definitiv. Das kann ich unterbieten. Spielen wir jetzt, wer die schwächsten Karten rauslegen kann. Ach, wisst ihr was, ich spiele mal noch meine Spionagekarte. Dann kann ich es noch ein bisschen rauszögern und hoffen, dass er noch stärkere Karten spielt, bevor ich meine Zerstörungskarte spiele. Ach nein, jetzt hat er gepasst. Oh, das ist so gemein, dass der jetzt passt. Ich finde das so gemein. Moment mal. Entferne die stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld. Die Kuh ist meine stärkste Karte. Was willst du denn von mir, Spiel? Ich verstehe nicht, was das... Oder entfernt er nur eine Karte, die stärkste von beiden Spielern? Oder wie jetzt? Aber nee. Hä? Und der hat sich tatsächlich selbst entfernt. Ah, dann funktioniert ja mein Plan mit der Kuh und dem Hahn überhaupt nicht. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich nicht gut. Dann, wie soll ich denn die dann bitte zerstören überhaupt? Ich glaube, da fehlen mir die Karten aktuell, dass das überhaupt möglich ist, leider. Das ist nicht gut. Das ist jetzt kein guter Start in dieses Gwent-Gefecht. Aber schauen wir mal. Ich versuch's nochmal rumzureißen. Irgendwie. Ach. Ach was. Jetzt verwandelt sich der und bleibt auf dem Spielfeld. Das ist aber... Also das ist aber irgendwie... Also das steht so aber nicht in seiner Kartenbeschreibung, oder? Ach so, na dann ist das was anderes. Dann ist das ziemlich gut. Dann kann man sich doch nicht beschweren. Dann werde ich den jetzt gleich mal ordentlich buffen. Und dann kommt noch der Olaf dazu. Ah.
Ach, jetzt spiel doch noch eine Karte in der Nahkampfreihe, Mensch. Sei doch so nett. Come on. Sei nicht so. Ah, du gehst mir auf die Nerven, ey. Wenn er noch eine Karte in der Frontreihe spielen würde, könnte ich ihm alle Karten oder zumindest die stärkste Karte aus der vordersten Reihe zerstören. Aber so nicht. Und ich habe auf meinem Ablagestapel... Ah ja, okay, gut, dann machen wir das. Na, dann passe ich jetzt. Dann nehme ich mir die Karte auf für eine eventuell, hoffentlich nicht passierende letzte Runde. Schauen wir mal. Aha, du Arsch. Nee, passt. Cool. Das war easy. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Dann zerstören die Karten wirklich nur die eine stärkste Karte und nicht beide, wie ich dachte. Aber das heißt, wir können jetzt dann, wenn die Kuh auch von allein funktioniert, schmeiße ich jetzt Verbrennen wieder raus aus meinem Stapel und dann ist mein Deck gleich wieder noch ein bisschen besser aufgeräumt. Ah ja, guck, nimm am Turnier teil. Alle anderen Gegner waren anscheinend optional oder so. Wir können jetzt schon am Turnier teilnehmen. Cool. Ich hoffe, unser Deck ist bereit. Aber wir haben Moisek gar nicht bekommen. Moisek! Guck mal, da plötzlich hängt irgendwo in den falschen Gassen und Straßen fest und kommt nicht zu mir durch. Plätze, wo reitest du denn immer hin? Jetzt komm doch mal her. Du könntest dir mal die Stiefel putzen, Rumtreiber. Heya! Okay, los geht's. Die Herzogin hat ihn bestellt. Wozu bloß? Kacke, da ist der Hof. Verdammte Katzen. Kein Auge habe ich zugetan. Irgendwie ist das schon auch ganz nett, diese Abwechslung, ne? Wenn man so aus Novigrad kommt und wählen und Kriegsgebiet und Verwüstung und irgendwie ein Psychopath und ein Faschist, die sich gegenseitig irgendwie abschlachten wollen. Und dann kommt man hierher und irgendwie ist es voll nice. Weiter so, Plätze. Und alle sind glücklich. Und es ist so sauber und frisch gestrichen. Und man bleibt da und mit Plätze in irgendwelchen Seitengassen hängen. So. Und überall Blumen. Und gar kein Schlamm überall auf der Straße. Es sieht so ungewohnt fast aus, ne? Fast überhaupt nicht wie Witcher. Vor lauter Schönheit. Hab ich was verpasst? Das ist mit. So soll es verdammt nochmal auch bleiben. Gwind wurde im Laufe von Jahrhunderten von Zwergen verfeinert. Bleib mir mit irgendeiner neuen Fraktion vom Balk. Ach. Das sind jetzt Zwerge mit Knüppel, die hier demonstrieren, weil eine neue Fraktion zu Gwent hinzugefügt wird. Na wunderbar. Willkommen. Dann nimmt sie halt nicht. Das Turnier beginnt in Kürze. Darf ich mal deine Karten sehen? Klar. Hier. Ah, das kommt noch mit den anderen Karten. Na, dann bin ich gespannt. Beeindruckende Auswahl. Da freut er sich. Graf Monnier wartet drin. Tritt ein. Danke. Jetzt die Tür oder was soll ich eintreten?